So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Unboxing, denn ich habe noch ein Paket hier stehen. Das ist von iScorpions. Es steht auch genauso drauf. Und ihr werdet es nicht glauben. Eben hat der Amazon-Mann geklingelt. Ich mache ihm die Tür auf. Er ist trotzdem gar nicht da. Hat er sich wieder versteckt. Aber der hat jetzt was von Genaya noch gebracht. Und zwar... Adi, Schatz, was machst denn du? Ja, Adi... Spring los! Dieser riesige Karton, ja? Dieser große, riesige Karton ist von iScorpions. Und der Karton wiegt genauso viel wie das, was hier oben drauf liegt. Das hier oben drauf kam eben von Amazon. Das müsste das von Genaya sein. Und wer am Montag im Stream dabei war, an irgendeinem Montag, der weiß ja, dass da gefragt wurde, Ramses, kennst du diese Fuego Jalapeno Soße? Die ist richtig toll, die musst du dir mal gönnen. Hier steht auch ein Geschenk von Jennifer Brohn. Viel Spaß mit der Soße und guten Hunger von Jennifer Brohn. Denn es hieß, kennst du diese Soße? Habe ich gesagt, nee, war ja nur 2 Euro noch was. Habe ich gesagt, ich packe die jetzt einfach mal in meine Wunschliste, dass ich die nicht aus den Augen verliere. Da hat die Genaya direkt zugeschlagen und hat die bestellt. Den Zettel muss ich mir aufheben. Ich versuche nämlich immer alle Zettel aufzuheben, wo drauf steht, dass jemand irgendwas gemacht hat. Und das ist jetzt hier diese Soße. Diese Fuego Jalapeno Soße extra hot. Sagen manche, die Soße hat es echt in sich, da musst du aufpassen. Die anderen sagen, ach Ramses, was du dir reinpfeifst, da ist das nichts dagegen. Die sieht auf jeden Fall lustig aus, gibt es wahrscheinlich auch im Edeka, im Rewe, überall. Jalapeno Sauce, extra hot, hier mit diesem Kaktus drauf. Der spielt hier mit seiner Klampfe, mit der Ukulele, mit irgendwas spielt er auf jeden Fall. Sieht aus wie Tabasco ein bisschen. Ist auch hier extra scharf, Jalapeno Würz Soße. Ey, ich kann nicht richtig reden, seitdem die Stimme kaputt ist, Adi. Das war Rammstein. Ist gerade einer mit dem Fahrrad vorbeigefahren, hat wieder eine Musikbox an und hat Rammstein abgespielt. Jetzt, nur weil wir gerade ein Jennifer Brohn-Paket geöffnet haben, kommt gleich Rammstein-Melodie eingespielt. Jetzt wollen wir aber dieses Riesenpaket vom iScorpions öffnen, was ziemlich leicht ist. Deswegen bin ich mal gespannt, was da jetzt drin sein soll. Boah, wie ewig ist das denn hier zugekleistert. Da ist fertig, hier ist da ein Stück. Jetzt ist das links und rechts im Prinzip offen. Jetzt musst du ein Cut oben komplett durch die Mitte machen. Ich finde es immer noch faszinierend, dass ich halt original klinge wie der sonst ein Gänger. Wenn ich mir ein Video von ihm anhöre, hört sich so an, wie jetzt, wenn ich selber rede. Das ist nicht, dass er mir hier Identitätsdiebstahl oder so sagt. Hier ist jetzt lauter Füllmaterial drin, so wie es ausschaut. Das können wir mal hier rausnehmen. Tun es mal hier auf die Katze drauf. Hier ist ein Brief. Legen wir mal kurz zur Seite. Haben nochmal... Füllmaterial dabei. Ach du meine Fresse. Noch mehr Füllmaterial. Noch mehr Füllmaterial. Eieiei. Ich muss mich erstmal um das Füllmaterial kümmern, bevor ihr seht, was da drin ist. Das reißt mich gerade komplett raus. Ich muss mal, das kann man nur nicht zeigen. Man kann das noch nicht zeigen. Da ist nämlich noch mehr Füllmaterial drin. Hier ist noch, ja, das ist kein Füllmaterial, da sind schon Sachen drin. Aber den Rest, Füllmaterial, muss noch alles raus. So, das und das und das. Adi, was ist denn mit dir? Was stimmt denn mit dir nicht? Hast du jetzt Angst oder was? Hier ist noch Füllmaterial. Erstmal will ich ganz kurz zeigen, hier ist eine Milka drin. Milka Dessert Pomme Krustiland. Das ist vom Krustiland. Ja, das ist eine Apfel, Keks, Apfelkuchen.
Apfelkuchen Milka. Ich mag ja eigentlich gern Äpfel. Schokolade bin ich jetzt nicht so der Typ, aber Apfelkuchen Schokolade klingt sehr faszinierend. Hier sind einmal Funny Frisch Cornados drin mit Nacho Cheese. Finde ich genial. Kannst du den Finger reinstecken. Nacho Cheese, super Sorte. Also die sind super. Die mag ich auch. Dann haben wir hier Linsenchips. Neu von Funny Frisch. Linsenchips mit Tandoori Masala Style. Linsenchips, ja, sind meistens nicht so fettig. Sind ja aus Linsen statt Kartoffeln. Sind meistens sehr hart und knubberig, aber weniger Fett. 40% weniger Fett, da bin ich auch gespannt. Nochmal das hier im Paprika-Style. Ist auch nicht so viel in der Tüte. Das heißt, wenn du die Tüte mit einmal leer isst, musst du nicht so ein schlechtes Gewissen haben. Die Linsenchips finde ich auf jeden Fall besser als das, was jetzt kommt. Nämlich Lorenz Grand Chips. Wow, The Fantastic Cream and Milk Wasabi Dream. Obwohl, das ist ja Dream. Cream meine ich. Wasabi Cream, mild. Wasabi-Chips mag ich überhaupt nicht. Die steigen nur in die Nase und das war's. Du hast keinen Genuss beim Essen. Mal gucken, wie schlimm die sind. Ich hoffe, die sind ein bisschen angenehmer zum Essen. Sonst musst du dich da ewig durchkämpfen und durchboxen, bis da was geht. Die zwei Sachen hier, die da rumhängen, die muss ich euch unbedingt bis zum Schluss aufheben. Erstmal will ich jetzt hier das öffnen noch. Da sind noch zwei große Dinger drin und vor allem den Brief dann noch lesen. Oh. Eins. Ah. Wir brauchen ja nur mal einen Anfang. Ne? Wenn wir einen Anfang haben, dann ist schon fast alles so viel Verpackungsmaterial für eine Flasche Bier. Guck mal, für eine Flasche Bier tust du auch da rein. Das ist ein Leibinger Helles vom Bierbuckel. Süffig und mild im Geschmack. Beste Zutaten aus der Heimat. Der Bierbuckel. Wer kennt den? Wer das jetzt was, ist aus Ravensburg, ne? Wer das jetzt was für ein Tasting? Wer das jetzt was für Montag? Kommt jetzt drauf an, was in den anderen zwei Dingern hier noch ist. Die anderen zwei Flaschen. Also wenn es verschiedene Flaschen sind, dann wäre es eher was für ein Tasting. Statt für Montag, wenn es dreimal die gleichen wären, dann kann man die auch am Montag trinken. Habe ich nämlich bei der Bo gesehen, das sind zwar drei Flaschen statt zwei, da ist aber nicht 0,5, sondern 0,33 drin. Das heißt, insgesamt hast du ja trotzdem nur ein Liter dann getrunken, wenn du drei trinkst. Und so sollte das auch sein. Hier haben wir einmal nochmal diese Sorte, also diese Firma Leibinger, aber Leibinger Edel. Wir haben Leibinger Helles vom Bierbuckel. Jetzt haben wir Leibinger Edel. Seit 1894, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Mit den besten Zutaten unserer Heimat. Vollmundig und markant. Das ist aber leider jetzt eine große. Mit 5,5. Da passt die andere gar nicht mehr rein. Sieht aber stylisch aus. Diese Flasche passt zum T-Shirt. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Hier ist noch eine Flasche Bier, wo ich mich jetzt wieder versuche, hier durchzufuchsen. So, einmal hier. Ja, noch ein Leibinger, wie ich schon sehe. Aber eine Sorte, die wir noch nicht hatten. Natürlich, wenn wir eine große rote haben, kriegt man auch eine große grüne. Ein Leibinger Pilz, feinherb im Geschmack mit 4,8, das andere 5,5. Leibinger Pilz darf also auch nicht fehlen. Und jetzt macht mal kurz die Augen zu, macht mal kurz die Augen dann wieder auf und guckt mal, was es hier gibt. Ein Puzzle, ein Pokémon Ravensburger Puzzle. Aus Ravensburg. Ravensburger Puzzle. Ravensburger Puzzle. Wieso ist mir das nie aufgefallen? Du liest immer Ravensburg, Ravensburg, Ravensburg. Aber dass hier diese Puzzle, diese ganzen Spiele und Zeugs, dass das aus Ravensburg ist, ist nie aufgefallen. 150 Teile, XXL, Puzzle, mega, brutal. Hier habt ihr Elektro, ganz viele Elektro-Pokémon, richtig stark. Hier habt ihr Feuer-Pokémon, da fliegt sogar ein Fiakro oben drüber. Ein Fuegro. Hier habt ihr Gras,
Pflanzen-Pokémon. Ihr habt ihr Wasser, hier unten ist ein Pikachu, was drüber rennt. Das sieht auf jeden Fall richtig genial aus. So ein schönes Puzzle. So toll, so groß, so riesig. Ich habe noch nie ein Puzzle geschenkt bekommen. Und jetzt haltet euch fest, hier ist ja wieder was anderes drin. Und zwar Pokémon-Karten. Was habe ich ewig? Ich wollte diese Top-Trainer-Box mit Mewtwo bestellen, habe die vorbestellt, habe die zum Release nicht bekommen, eine Woche später nicht bekommen, danach nicht bekommen, jetzt sitzt 1,5 Monate später nicht bekommen. Die, bei denen ich es bestellt habe, die haben sich jetzt 100-mal entschuldigt, haben das storniert, haben mir mein Geld wiedergegeben, weil sie sagen, sie wissen nicht, wann sie da wieder Boxen bekommen. Sie haben nicht so viele bekommen und deswegen müssen die Leute alle warten. Ich habe es aufgegeben, ich wollte die vielleicht dann woanders bestellen, ich habe noch nicht bestellt und jetzt plötzlich ist hier auch von diesem Pokémon Go Trading Card, also Pokémon Trading Card Game in der Go Edition, Booster Packs dabei und auch hier diese Trainerkarte vom Spark, also Team Gelb. Ich bin ja Team Gelb, weil es die Special Collection von Team Instinct ist. Auch hier oben mit so einem Anhänger oder mit so einem Wappen, was du dir rausmachen kannst, ist natürlich alles auf Englisch, wie ich sehe. Deswegen wollte ich ja extra die Top-Trainer-Box, weil die war deutsch und nicht die Elite. Das kann ich natürlich auch mal in einem Unboxing-Video öffnen. Also richtig öffnen oder in einem Stream oder in einem Video. Ich weiß es nicht, ein Video und dann als Premiere wäre vielleicht besser. Das einfach mal zeigen, was da drin ist, was hier für Karten dabei sind. Das ist auf jeden Fall cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit hast du mich komplett jetzt gekriegt. Und wir haben noch den Brief. Den Brief möchte ich jetzt natürlich auch mal lesen, was da drin steht. Was in dem Brief drin steht. Da ist, erstens sticht's hervor, hier ist eine Raupi-Karte drin. Guck doch mal. Basic. Stringshot, aber auch wieder Englisch. Eine Raupi-Karte, 40 HP, Setup-Pie. Eine Raupi-Karte, sogar in Folie. Shinaya hat gesagt, sie hat die Elite-Box, also auf Englisch. Und da waren auch in der Box selber so Tütchen mit drin schon dabei. Alle anderen müssen die sich bestellen für ihre Karten. Und da war das einfach schon dabei, dass du die da reinpacken kannst. Und jetzt, guck dir das an. Hier ist noch ein ganzer Zettel. Hier unten ist der Skorpion, ne? Das ist der Eiskorpions. Und hier ist der Ramses. Und hier steht das verspätete Späte-Spät-Paket zum Geburtstag. Hallo Ramon, erstmal möchte ich dir auf diesem Wege alles Gute nachträglich zum Geburtstag wünschen. Ich bin zwar schon eine Weile am Start auf deinem Kanal, aber das ist erst der erste Geburtstag, den ich von dir mitbekommen habe. Bisher waren die Geburtstage immer heimlich. Das ist der erste Geburtstag, von dem er mitbekommen hat. Leider war es genau zu der Zeit, an der ich beschäftigter war und keine wirkliche Zeit bzw. weniger Zeit für YouTube hatte, sonst wäre dieses Paket wohl etwas früher fertig und bei dir gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es toll, mit wie viel Leidenschaft, Spaß und Mühe du für uns auf YouTube aktiv bist und Content lieferst. Deswegen bin ich wohl auch bei dir auf dem Kanal hängen geblieben. Insbesondere die Real-Life-Formate haben mir sehr gut gezeigt, wer dieser Ramses der Dicke eigentlich ist. Weil du in deinen Aussagen ehrlich bist und auch das aussprichst, was du wirklich denkst. Bleib wie du bist, lass dich nicht verbiegen, mach was dir Spaß macht und denke vor allem auch an dich. Ich habe dir einige Sachen eingepackt, bei denen ich denke, das könnte doch ganz cool sein und passen. Hoffe, dir gefällt der Inhalt. Nette Grüße, iScorpions. Und das ist so ein schönes Schreiben, so nette Worte und diese tollen Bilder dabei. Sowas Persönliches, so eine persönliche Schrift. Das werde ich mir auch. Ich habe ja gesagt, ich will diese Zettel aufheben, wenn jemand immer mal was über eine Wunschliste oder so bestellt hat. Dass ich das mal sammle, dass ich mal sehe, wer ist der heftigste Besteller? Wer hat am meisten über die Wunschliste bestellt? Nein, da gibt es jetzt keine Auszeichnungen dafür. Aber für mich persönlich, dass ich mal weiß, wer da schon mal alles mal was gemacht hat. Ich verliere den Überblick immer. Und dieser Zettel ist auch was ganz Besonderes. Den musst du dir auch aufheben. Den musst du dir auch einrahmen. Der muss auch in so eine Folie. Aber halt eine große Folie. Eine A4-Folie. Dass der nicht zerknittert. Das sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Das ist richtig cool. Diese Trainerbox ist richtig cool. Da werde ich auch noch Spaß haben beim Aufmachen. Ob ich dann das, was ich hier aufmache, auch direkt verlos?
weil ich ja eigentlich keine Karten sammle, oder weil es ein Geschenk war, man es behält, weiß ich noch nicht. Mal gucken, was der iScorpions dazu sagt, ob ich daraus auch ein Gewinnspiel machen sollte, dass ich Spaß habe beim Auspacken, ihr gespannt zuguckt und dann einer das gewinnen kann, was wir auspacken, egal was drin ist. Oder ob es, weil es ein Geschenk ist, der Ramses es behalten muss, ne? Dann habe ich halt einfach diese Karten und sonst keine. Das geht ja auch. Das Puzzle ist noch cool. Mal gucken. Vielleicht kann Marie das Puzzle ja sogar mal machen, ja? Wenn wir mal irgendwas machen, na gut, dann will die das wieder behalten. Ich würde mir das wahrscheinlich doch auch dann als Bild vielleicht aufhängen. Adi freut sich auch, wie ich sehe. Gell, Adi, Schatz? Wollen wir dich mal da in die Folien reintun? Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich freue mich auch auf die Biers. Das hat aber einen Schlag getan. Ich freue mich auf die Biers, auf die Schokolade. Ich freue mich auch auf die Soße von der Shania. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwas kriege, wenn ich was auspacken kann. Fühlt sich immer an wie Geburtstag. Jetzt war es ein Geburtstagspaket. Ist nicht immer ein Geburtstagspaket. Aber dank euch ist irgendwie jeder Tag wie Weihnachten. Ich denke, es war Geburtstag. Jetzt ist es auch noch Weihnachten. Wie alles einfach. Jeder Tag ist einfach alles. Was denn jetzt? Wolltest du nochmal springen oder was? Guck mal, da fällt es doch gleich schon wieder runter. Adi, hüpf! Na, hüpf doch! Adi, hüpf! Du weißt nicht, wohin, oder? Du bist schon absprungbereit, aber das sieht nicht so vertrauenswürdig aus. Deswegen... Adi, Schatz! Guck mal! Hui! Das macht aber Spaß! Willst du noch eine Runde? Tschüss! Ich glaube, das fand er nicht so lustig.